Hallo und herzlich willkommen hier in We Are Football. Weiter geht es mit unserer Karriere und weiter geht es mit Alemannia Aachen. Ja, in der letzten Folge konnten wir den Einzug ins Finale der Champions League klar machen und auch die deutsche Meisterschaft gehört Alemannia Aachen. Ein sehr erfolgreiches Jahr für unsere Mannschaft. Und jetzt wollen wir natürlich auch die letzte Partie am 34. Spieltag noch für uns entscheiden. Ein Sieg gegen Frankfurt sollte noch drin sein. Und dann geht es noch zum Finale in der Champions League gegen die Bayern. Los geht's in die Woche. Wir schauen mal in unsere medizinische Abteilung, sehen Gassama ja, mit Adduktorenproblemen. Er musste ja ausgewechselt werden im Spiel gegen Leverkusen. Sonst gehen wir jetzt weiter sofort in die Wochenplanung. Unsere Finanzabteilung schlägt nochmal vor, Geld anzulegen. Das machen wir doch gerne am Donnerstag. Und dann haben wir unseren Trainingsplan, unsere Woche. Ich denke mal, wir werden etwas Regeneration trainieren. Die Leute ja, haben genug geleistet in den letzten Wochen und Monaten. Das Elfmetertraining werden wir aber rausnehmen, dafür wieder unser beliebtes Zweikampftraining mit reinnehmen. Auch Pässe, Technik, ja, können wir mal wieder drin lassen, aber eine Technikeinheit nehme ich raus, genauso wie eine Gymnastikeinheit. Die Technik wird für das schnelle Umschaltspiel geopfert. Und ja, was können wir noch extra trainieren? Ich denke, Dribblings 84, genauso wie Distanzschüsse noch ganz gut dabei. Auch das Pressing mit 82 ist gut, aber ja, Pressing muss sein. Wir spielen ja auch einfach so. Wir haben ja unsere Ausrichtung auf Ballbesitz. Und da müssen wir natürlich den Gegner immer wieder unter Druck setzen. Gehen wir rein in die Woche. Unterstützung für die zweite gibt es. Einige Spieler schauen sich nach dem Training noch gemeinsam das Training der zweiten an. Sehr schön. Dann haben wir das Spielergespräch mit Gassama. Er freut sich sichtlich über ihren Besuch. Sehr schön, er hat 22 Minuten gespielt bei einer Note von 3,0. Dann musste er ausgewechselt werden. Und es geht Richtung letzter Spieltag. Und wir haben eine Meldung vom Kicker Clinton Mohler. Ein Angebot von Dortmund könnte in den nächsten Tagen kommen. Auf jeden Fall hat Dortmund mehrere Kandidaten auf dem Zettel und Clinton Mohler soll einer davon sein. Die Anlage wird durchgeführt. Ihre Finanzabteilung hat wie gewünscht eine Anlage durchgeführt und dabei die mit dem höchsten Zinssatz gewählt. Sehr schön. Und da haben wir ihn, den letzten Spieltag, Nummer 34 der Bundesliga. 110 ist unsere Stärke, 113 die Stärke von Frankfurt. Wir schauen mal auf die erste Elf von Frankfurt. Zwei Stürmer bringen sie, natürlich André Silva, ein absoluter Topstürmer. Dann ein Vierer-Mittelfeld und eine Vierer-Abwehrkette. Thomas Meunier bei Frankfurt, ja auf der rechten Seite natürlich top besetzt. Dann natürlich Philipp Kostic im linken Mittelfeld, auch ein Topmann. Henning Herz etwas schwach mit 7,8, das ist natürlich sehr überraschend. Und ich denke, das ist so auch der Schwachpunkt, aber er wird natürlich von Thomas Meunier etwas ausgeglichen. Schauen wir mal, wie unser Trainer gerne beginnen möchte. Sehr überraschend, Jakub Jankto im Sturm. Das ist natürlich eine große Überraschung. Ich denke, da werde ich reagieren und ich bringe einmal Ferdi Drüff von Beginn an in die Partie. Wir haben einen Torhüter natürlich auf dem Feld stehen. Stan Kremers wird im Tor stehen. Miranda, Araujo, Chetin und Tanganga bilden heute die Verteidigung. Agumi im defensiven Mittelfeld. Bellingham vertritt den gesperrten Valverde. Und Guendouzi im zentralen Mittelfeld, Oscar Melendo im offensiven Mittelfeld und Kolouris neben Drüff heute im Sturm. Wir schauen auf die Ausrichtung, auf die allgemeine Taktik, keine Veränderung zu den vorherigen Wochen, alles bleibt gleich. Der Marktwert für uns 143 Millionen, 95,2 Millionen für die Frankfurter. Und ja, wir sind natürlich konditionell etwas angeschlagen. Das erklärt natürlich, ja, die letzten Wochen ganz einfach immer wieder englische Woche haben. Zwei Spiele, das schlaucht. Den Einsatz nehmen wir aber runter. Erfolg kommt nur im Wörterbuch vor Kampf. Wir werden heute keine Ansprache wählen. Schauen nochmal, welchem Spieler wir heute Glück wünschen können. Prüf auf jeden Fall, das wird dein Tag. Und Bellingham, du machst heute dein Tor. Wir drücken unseren beiden Spielern natürlich nochmal die Daumen. Kommen wir nun zum 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga Aachen gegen Frankfurt, der erste gegen den dritten. 31.592 Zuschauer kommen auf den Tivoli und Klaus Werner ist der Schiedsrichter, der dieses Spiel pfeifen wird. Los geht's, es ist angepfiffen.
Wir freuen uns sehr auf die Begegnung Aachen gegen Frankfurt und es geht los mit einem Angriff für Aachen. Zweite Minute, Miranda dribbelt im Mittelfeld, weiter Pass rüber auf Bellingham. Der dribbelt Richtung Grundlinie, bringt die Flanke auf Kolouris, aber dessen Kopfball aus gut 11 Metern geht dann weit über das Tor. Ballbesitz momentan klar für Aachen, aber Frankfurt wird stärker, holt sich etwas mehr Ballbesitz. Eine Chance für Aachen bis jetzt, noch keine für Frankfurt. Aber da ist sie, die erste in der 13. Minute. Kostet, spielt ab auf Batalla, der mit der Flanke auf Jovilic rüber auf Silva, der köpft dann aber aus zentraler Position knapp am Tor vorbei. Es bleibt beim 0:0. Bis jetzt, ja, mager Kost, für jede Seite nur eine Möglichkeit, aber die Fans von Frankfurt sind da, pushen ihre Mannschaft nach vorne, wollen hier zum Saisonabschluss nochmal einen Sieg haben. Aber auch die Aachener Fans wollen natürlich einen Sieg. Aachen, Aachen wird schon skandiert. Die Meisterfeier wurde ja schon am letzten Spieltag fest geplant. Aachen jetzt im Angriff, 35 Minuten, Miranda auf Agome, Pass auf Kolouris, weiter Pass rüber auf Willems, der dazwischen geht und die Gefahr beseitigen kann. Müni spielt ab auf Bitella, Konter jetzt für Frankfurt, Kostic spielt quer auf Jovilic, der schießt aus gut 14 Metern, aber der Ball geht am Tor vorbei. Keine Gefahr für Sten Kremers, er musste nicht eingreifen. Ja, die Fans von Aachen sind da, pushen ihre Mannschaft weiter nach vorne, aber es geht mit 0:0 in die Halbzeitpause. Ja, Schmalkost-Fußball heute. Bisher hat hier nur der Halbzeitpfiff die Erwartungen voll und ganz erfüllt. Schauen wir auf die Noten der Spieler. Ja, viele Vierer dabei, 3,5 noch die beste Note. Das ist natürlich ja ein Armutszeugnis. Auch konditionell sind unsere Leute richtig runter. Aber wir lassen sie erstmal noch weiterspielen, beginnen unverändert die zweite Halbzeit. Frankfurt kommt gleich in der 47. Jovilic auf Bitella, der spielt ab auf Silva. Der dribbelt Richtung Fünfer, schießt aus gut 6-7 Metern den Ball ins Tor. 1:0 jetzt die Führung für Frankfurt. Aachen kalt erwischt nach der Halbzeitpause. Können sie da nochmal reagieren, können sie da nochmal wiederkommen oder endet die Saison mit einer Niederlage. Die Fans sind böse, wir haben bezahlt, wir wollen was sehen, pushen ihre Mannschaft jetzt nach vorne, wollen trotz der sicheren Meisterschaft heute nochmal einen Sieg haben. Aachen, Angriff, 64. Minute, Melendo mit der Ecke kurz auf Agome, der zurück auf Guendouzi, der schießt aus dem Rückraum und macht den Ausgleich 1:1, jetzt der Spielstand nach 64 Minuten. Die Fans von Frankfurt sind da, pushen ihre Mannschaft weiter nach vorne, merken hier ist auf jeden Fall mindestens ein Sieg möglich. Und wir werden jetzt mal wechseln müssen, 74 Minuten sind um. Unser Co-Trainer schlägt vor, Bonneau für Tanganga einzuwechseln. Sehr interessant. Tanganga, rechte Außenverteidigerposition, möchte ich aber gerne durchspielen lassen. Ich werde Bonneau bringen in der Innenverteidigung. Dafür nehme ich einmal Cetin raus. Dann bringen wir Clinton Mola für Miranda in die Partie und wir bringen noch Vandenhoek für Kolouris in den Sturm. Ja, und dann müssen wir mal gucken, was haben wir noch? Youngtor haben wir noch auf der Ersatzbank, ebenso Erik Garcia, Lanzana und Hefti. Ich würde sagen, wir bringen noch Erik Garcia für Araujo. Dann haben wir noch einen Wechsel übrig, den heben wir uns mal noch auf, falls irgendwas passieren sollte und lassen die Partie erstmal so weiterlaufen. Es sind jetzt gut 80 Minuten gespielt, 1:1 weiterhin der Spielstand. Das reicht ja locker, um 2 Punkte Vorsprung auf die Bayern zu haben. Und nochmal ein Freistoß für Aachen, 87 Minuten. Agome schießt direkt aufs Tor, aber Trapp hält diesen Ball sicher fest. Ja, 90 Minuten sind um. Frankfurt wird nochmal nach vorne gepusht, kämpfen und siegen. Aus der Liebe zu dir, da entstand dieses Lied. Wir sind froh, dass es dich gibt. Ja, die Eintracht-Fans sind da, aber die Partie ist zu Ende, es bleibt beim gerechten 1:1 unentschieden. Ja, für keine der Mannschaften gibt es dann noch eine große Veränderung. Aachen bleibt natürlich Tabellenführer vor den Bayern. 2 Punkte haben sie noch Vorsprung und das reicht natürlich aus, um jetzt richtig zu feiern. Es ist ja auch verständlich, dass nach einer solchen Saison einfach die Kraft am Ende fehlt. Letzte Partien laufen noch, sind jetzt zu Ende. Und wir schauen auf den 34. Spieltag, auf die Tabelle in der Fußball-Bundesliga. Wie gesagt, Aachen weiterhin Tabellenführer mit 88 Punkten, dahinter Bayern mit 86 Punkten, sicherer Zweiter. Frankfurt auch mit großem Abstand auf Platz 3 mit 65 Punkten zum Saisonende. Dortmund schafft es als Vierter nochmal in die Champions League, 56 Punkte reichen dafür aus.
Leverkusen kommt nochmal auf Platz 5 mit 53 Punkten. Düsseldorf und Köln mit jeweils 51 Punkten teilen sich Platz 6 und 7. Am Ende der Tabelle. Ja, Freiburg hat es leider nicht geschafft, sind abgestiegen als Tabellen 18. mit 26 Punkten. Auch die Mannschaft von Schalke, gerade erst aufgestiegen aus der zweiten Bundesliga, erwischte es Platz 17 mit 28 Punkten. Nürnberg geht überraschend in die Relegation auf Platz 16 mit 30 Punkten. Heidenheim kann sich noch retten auf Platz 15 mit 31 Punkten. Union und Hoffenheim am Ende Platz 13 und 14 mit 34 Punkten. Die Ergebnisse des Spieltags lauten wie folgt: Mainz 0:1 Niederlage gegen Hertha. Dortmund gewinnt nochmal 2:1 gegen Wolfsburg. Köln verliert 1:3 gegen Heidenheim. 4:1 Sieg von Hoffenheim gegen Union. 2:2 Unentschieden zwischen Nürnberg und Freiburg. Schalke verliert 0:1 gegen die Bayern. Düsseldorf 0:1 Niederlage gegen Leverkusen. Leipzig 2:3 Heimniederlage gegen Greuther Fürth. Und wie gesehen das Spiel Aachen gegen Frankfurt 1:1 Unentschieden. Der Kicker schreibt zu unserer Partie: Dick van Dijk hat heute alle Reserven des Teams für dieses Spiel mobilisiert. Man konnte sehen, dass die Spieler an ihre Grenzen gegangen sind. Dieses Spiel hat Kraft gekostet. Das Ergebnis fiel trotzdem bescheiden aus. Ja, wir konnten dennoch unsere Serie natürlich nochmal ausbauen. 35 Spiele in Folge haben wir getroffen. Und wir schauen auch auf die Torjägerliste. Robert Lewandowski wird der Torschützenkönig der Bundesliga. Bolure ist nur Zweiter. Zwei Treffer haben ihm am Ende gefehlt. Auch beim Topscorer ist es Lewandowski, der die Krone davonträgt. 44 Punkte, 3 Punkte dahinter. Kulluris ganz knapp geschlagen gegen den Allstar der Bayern. Aber ich denke, Kulluris, ihm gehört eher noch die Zukunft. Er ist ja noch ein paar Jahre jünger als Lewandowski. Kommen wir nochmal auf den Teamfortschritt nach dieser Woche. Tanganga macht wieder ein kleines Plus bei der Manndeckung. Morneau bei seinem Aufbauspiel, sehr schön. Und auch Jakub Jankto trainiert nochmal an seiner Technik. Auch Hefti trainiert nochmal an seinen Zweikämpfen. Wichtiger aber wieder der Fortschritt bei der Stufe. Agumé ist mit dabei, macht ein kleines Plus. Kaspar Schmeichel verliert nochmal etwas. Ja, ansonsten kein Spieler großartig. Guendouzi macht nochmal ein bisschen Plus. Aber leider immer noch Tanganga stagniert auf seiner Stufe. Leider noch nicht für ihn die Stufe 11. Auch Araujo schafft es nicht mehr zum Saisonende nochmal die Stufe 12 zu absolvieren. Auch Lanzana bleibt stehen. Kurz vor der Stufe 10. Das ist natürlich schade, aber ich denke, im nächsten Jahr wird das wieder besser werden. Ja, und damit haben wir den Titel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Titel Bundesliga gewonnen. Wir sind deutscher Meister geworden. Wir halten nochmal 250 Managerpunkte und damit auch nochmal einen Stufenaufstieg. Wir haben uns für die Champions League qualifiziert. Wir erhalten vom Hauptsponsor eine Prämie von 3 Millionen Euro. Dazu nochmal eine persönliche Prämie von 180.000 Euro und der Verein ist in der nächsten Saison für den Wettbewerb DFL Supercup qualifiziert, den wir ja auch in dieser Saison schon gewinnen konnten. Ja, wir haben jetzt natürlich einen neuen Rekord abgeschlossen. 88 Punkte haben wir ergattert in einer Saison. Das ist für uns ein neuer Rekord und so soll das natürlich weitergehen. In der nächsten Saison möchte ich da gerne vorne einen neuen stehen haben. Auch nochmal ein neuer Rekord. Wir haben 109 Saisontore geschossen. Das ist natürlich auch ein Top-Wert. Der wird schwer zu halten. Ich hoffe natürlich, wir können uns in der Offensive nochmal verbessern. Ja, und damit geht die Folge zu Ende. Kaspar Schmeichel mit dem letzten Heimspiel in der Liga. Gelungene Verabschiedung bei der Alemannia aus Aachen mit vielen alten Weggefährten. Sein Vertrag läuft ja aus. Und wir verabschieden uns heute schon mal von einem absoluten Top-Torhüter, der uns in der Bundesliga zu 2 Meisterschaften geführt hat. Wir haben nochmal eine Verhandlung. Mercedin möchte gerne mehr Gehalt haben. 1,4 Millionen verdient er aktuell. 2,2 Millionen hätte er gern. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. Ich denke mal, wir kommen ihm auf 1,7 Millionen entgegen. Mal schauen, wie er darauf reagiert. Er ist zufrieden. Das ist okay. Damit kann ich leben. 5.000 Euro mehr Siegprämie. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, wir haben jetzt die Stufe 9. Wir bekommen nochmal 3 Aktionspunkte und können nochmal einen freien Bonus an einen Spieler abgeben. Tja, wen werden wir auswählen? Miranda ist natürlich eine sehr interessante Figur. Bono ebenso. Er bleibt uns ja bestimmt noch ein paar Jahre erhalten. Auch Vitale, unser junger Torhüter, ist natürlich in dem Lostopf drin.
Und ich denke, ja, Vitale werden wir auswählen. Er ist ja unsere neue Nummer 2, wenn Kasper Schmeichel den Verein verlassen hat. Aus dem Grund bekommt er nochmal einen Booster. Ja, wir können jetzt natürlich nochmal unseren Spezialbonus auswählen. Wir haben ja schon vorher gesagt, wir möchten gerne die Spielerbeurteilung haben. Ihr Blick für das Erkennen junger Talente schärft sich. Vielleicht bekommen wir da endlich mal den ein oder anderen Spieler für unsere Jugendabteilung mehr vorgestellt. Ich hoffe es doch sehr und dass da auch vielleicht mal ein Talent mit 2, 3 oder sogar 4 Sternen endlich bei uns mal vorstellig wird. Ja, und mit dieser Bombensensation, mit der erneuten Meisterschaft endet diese Folge. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert den Kanal, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Und mir bleibt am Ende nur zu sagen, mehr gibt's, wenn ihr mich wieder seht. Ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht. Euer Motu. Ciao, ciao.